You know her name. You understand her. Not a monster after all. She is lost in her rage. She will still kill you. You found what you sought. I know what they were trying to show me. I know Ildtiger's true name now. Ingun. Names have power. True names, they cut to our hearts. To know the true name of something is to command it. Bring her here. Can we call to her, like the Draugr did? She will kill you. The Draugr were aping the costumes of the living, acting out what they did before they turned. Grotesque parody of the blood ones held in that sacred place. Sacrifices to Freya. We can call to her too. Yes. And yes, she will come. But she will kill you. Just like she has so many of us. Then what? She can never be reached. We need to find a place where you can meet her face to face and see the world through her eyes. See our world. And there are ways of opening up the door into another space. Another place. Fire and rage. The veil that hides the Veridir, as they whisper. It means us. The veil through which you can sometimes catch a glimpse. She understands. There are ways to tear that open. She knows. Pass in. It won't be the first time. She's suffering. Racked with grief, I saw it. The hidden folk showed her. A ritual. A ritual. A ritual to open up the door. A ritual to heal her pain. Meet her eyes. And speak her name. A ritual. Okay, rein von der Symbologie ist es natürlich halt ein krasser Move, halt ihren Namen dann halt zu nennen und wahrscheinlich dadurch etwas halt in ihr zu verändern, aber man stelle sich vor, du bist jetzt halt jemand und wählst jetzt einfach bloß den Namen von einem Ding und das ist deine einzige Waffe. Und da musst du aber ziemlich sicher sein mit dem, was du da tust, irgendwie. Ansonsten geht das dann schnell in die Hose. Muss mal ganz vorsichtig zu sagen. Okay, wir ziehen jetzt halt das Ritual durch, wie die Draugr. Nicht, dass es immer noch Leute gibt. Da. Okay, alles auf eine Karte setzen, Alter. Remember. Her rage holds her here, trapped in her hell. I need to free her from her prison. Okay, man muss anscheinend sehr... Oh, warte mal. Nicht nach oben? Das ist wahrscheinlich besser. Vorne, ne?
kürzer. Gefühlt auf jeden Fall. Wo ist denn hin eigentlich? Jetzt darüber? Try. Wahrscheinlich zu so einer Kette, ne? Ich muss die Ketten wegsprengen. Breaker Chains. So, das war... Wie viele Ketten sind es? Eine? Zwei? Fünf? Was ist denn die nächste Kette? Shit. Weggeknuspert worden. Nee, okay, da kommen wir nicht rüber. So, man kann bis hier laufen, ne? Ja. So. Spinnig, oder wird die Taktung jetzt immer krasser? Irgendwie dieser im Kontrast, diese wunderschöne Musik dazu. Guck mal hier. Oh, nicht gut. Klingt ein bisschen wie Black Metal Song hier irgendwie alles. Der Mann am Büscher. So, okay. I will break your chains. So, drei Ketten sollten es doch jetzt aber auch gewesen sein, oder? Nein. Alter, man muss mir mal vorstellen, wie heiß das sein muss. Ja. Oh Gott. I will not heal anymore. Gone forever. Tja, wenn du natürlich halt eine Mutter bist, die ihr Kind verloren hat, dann ist das eigentlich eine Diktatur, zumindest eigentlich nicht mehr spüren und fühlen. Wie? Wie verzögert
wo geht es denn hin? Willst du zu ihr hin? Willst du von ihr weg? Achso, hier ist das letzte Kettenstück. I will free you from your hell. I need to go home. Will your father join us if you tell him what you saw? Yes. He will not run from battle. He will lead us into it. There is more than the sword here. More than he can understand. No more slaves. And no more sacrifices. He is trying to understand. Is he? No sacrifices. No more cowering in our fortress. We could fight. We have, but not in the way he thinks. No more sacrifices. Believe it was possible to defeat them, and now I see a ray of hope. If this is real, no more sacrifices. You have my word. This needs to be for something. Be sure of that. She is exhausting me at sunrise. I will come with you. I know the Gordi, and he respected me once. I will bear witness to what was done here today. What are we going to do next, Senua? Was werden wir als nächstes tun? She will stop the slavers, but the signs are leading her down a different path. She won't have to fight them. Just show them how the world can change. No more giants. No more sacrifices. She has found out the secret. She has the key, but... Wisdom has a price. Remember? What happens when you face the void and human eyes look back? She can meet these eyes and take that burden, but it takes its toll. This isn't the right way. I told you, we need to head further inland. Well, perhaps you're right. We need food and shelter. There's a settlement nearby. Bothervik. Yes. Are you mad? They will kill me on sight. They hate the Bjork. They've been pains in our asses since long before the fall.
And do you think you might have given them a cause to hate you? Ganz bestimmt. Don't worry, lad. I'll protect you. The following day. So, na dann, schauen wir nochmal. Wo ist jetzt hin? Schauen wir mal, wo es hingeht. Okay. Also ihr habt mir ja schon geschrieben, es ist, und da geht es mir genau wie euch, es ist wahnsinnig schwierig, sich nicht auf die Untertitel zu fokussieren, diese Stimmen auszublenden und tatsächlich irgendwie fokussiert zu bleiben. Also man wird tatsächlich sehr in die Rolle von Senua reingepresst und vor allen Dingen auch die Umstände durch diese Stimmen, in denen sie sich befindet. Das ist echt ziemlich krass. Das haben die so gut umgesetzt. Ja, okay, gut. Also, wir haben die Riesen besiegt, wenn man es so nennen möchte. Jetzt weiter. So, wo sind alle anderen? Sind weg oder wie? So, von diesem Wegschrein habe ich ja ziemlich viele nicht gefunden. Und mal gucken. So, okay. Wir schauen mal. So. Oh, schön der Schnee. Also wir sind ja halt in Island, ne? Und es sieht wirklich echt toll aus. Es sieht unglaublich, unglaublich toll aus. Ja. Ich glaube, die Entwickler haben ja auch wirklich mit geometrischen Daten gearbeitet irgendwie und haben tatsächlich original... Wie sagt man denn? Original geometrische Daten genommen und darauf halt ihre Karte gebaut. Und das ist schon echt cool. Muss man wirklich sagen. Es ist wirklich echt cool. Und es sieht großartig aus. So, links oder rechts? Schau mal hier vorne. Hier ist die Luft ein bisschen besser. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Wir gucken mal. So, das Stottern bei der Mausbewegung ist halt immer noch da. Oh, wir gehen in eine Cutscene. Tatsächlich wird das wahrscheinlich noch irgendwann weggepatcht werden, aber später. Wahrscheinlich, wenn ihr es mal spielt. Wenn ihr es nicht auch schon spielt gerade. Tja, dann lass die Schönheit auf dich wirken. Yes, it is. Oh, is that you? Oh, okay. Guiding the Björk to our door. She knows them. How is this what you've been reduced to? How does she know them? Why does she hate them? Let him go. Okay, sie haben ja schon gesagt, dass er wahrscheinlich nicht so wie eine Seenart ist. This is not what you think. What is it? You know this is going to be hard to believe, but you have to listen. This woman here, Senua. She knows how to defeat the giants. We've, all of us, we've seen it. She has to trust us. Please make her trust us. She will believe you. Impossible. They can't be killed. We thought so too, but we saw it. We saw it, Austin. We're on our way to Borkavirki now to tell the Gode, to make him understand that we can fight back. He's telling the truth. I did not ask you, Rat. Shut up. Dann ist bloß ja eine Sehne an der Ecke. No, you have no love for the Björk. But you can trust me. Will she? This is the turning point, Austiner. We can start over. Ich habe noch nie gesehen, ein oben mit zwei gekreuzten Strichen drüber. Does she trust Parkin? If this is true. Yes. She believes you. She wants to believe him. She's trying to understand. If this is true, you, Senua, tell me now. Look at her. Say it is true. She is exhausted. You can speak. She wants to believe you. Speak to her. She wants to trust you. Tell her the truth. It is true. She will believe us. Mich würde mal tatsächlich interessieren,
Sprechen die da nicht Isländisch? Und wir sind eine Keltin. Also, eigentlich müsste es Verständigungsprobleme geben. Aber nicht nur mit ihr, sondern halt auch mit dem Björk halt auch schon, ne? We need to get to Borgavik. Please, remember there are other people we must save. I cannot let more of my people die. Oh, starker Ausdruck. We should kill it. We've taken down one, but there is a whole land of them. We need the practice. People will die if you help them. And people will die if you don't. There's no way you can win. Please, Senua. Okay, wir müssen also den nächsten Riesen töten. We are dying. You have to help her. Now it is time to lead someone. Now you have to choose. You can feel it. All right. Hold on to her. We will help. Also, machen wir uns das vor, wir haben den ersten Riesen tatsächlich besiegt, indem wir quasi an ihr innerstes Wesen appelliert haben durch das Kind. Besiegt haben wir sie damit eigentlich nicht so wirklich. Also, ich weiß jetzt nicht, wie wir die nächsten Riesen besiegen wollen. Die immer noch unsterblich sind. Können wir nicht jetzt jedes Mal irgendwo ein Baby-Skelett irgendwie vorzaubern, irgendwie so. Das ist dann schon. Es sei denn, alle Riesen sind Riesen, weil sie halt das gleiche Schicksal wie die Riesen hatten. Oh, sieht toll aus. Krasser Gesang. Das ist gut. Alone. But in this loneliest place, she has found others. Lost in darkness, just like she was. Others who might look to her to lead them into the light. Can her shoulders bear this burden? Ich empfehle euch wirklich, zieht euch das Let's Play mal wirklich, oder wenn ihr selber spielt, Kopfhörer. Unbedingt über Kopfhörer. Es ist so krass, wie die Stimmen denn agieren. Why are you here? I came as a slave. Can you trust taken her? By the Björk? Yes. You were taken by the Björk, and yet you come here with Þorgestur. Ja, er ist halt unser Wegweiser, unser Führer. To stop the giants. Durch dieses Land. He doesn't trust him. Be careful, Senua. Mikolo. Björk can't be trusted. They demand food from us, and if we don't give it, they take us as sacrifice. Ja, das ist wirklich echt perfide, ne? Irgendwie, du schleppst Sklaven ran als Opfer für die Riesen, damit sie dich in Ruhe lassen. Das ist schon heavy, Alter. Also ich weiß auch nicht, wie es euch geht, aber ich habe tatsächlich ziemliche Probleme, mir diese ganzen Namen irgendwie zu merken, weil die sind mir nicht wirklich geläufig irgendwie. Ne? Also, werde nur von ihm da oder der da sprechen können wahrscheinlich. Aber irgendwie diese hochnordischen Namen, die sind mir tatsächlich nicht so griffig im Gedächtnis. Oh. Ja. Sjávarrisi. The sea giant. Do you see? Der Meeresriese. He brings the storms with him. Cries born on the storm. Where is he? We haven't seen the sun in weeks. With winter upon us, the storms will only get worse. They are running out of time. It's too late. Okay. They will okay. Die, all of them. Come. Bardervik's just over there. Zieht euch doch mal die ganzen kleinen Apostrophs und Accent de Gus irgendwie über den ganzen Buchstaben rein. Das ist doch. Jetzt mal. Kann sich doch keiner irgendwie merken, wie man sowas ausspricht. My brothers used to come here to practice fighting. Astrior. Esther? Follow them. She's a fighter like me. Learning by watching. Life. Okay, sie scheint uns aber wohlgesonnen zu sein, ne? Weil wir helfen ihr. I'm all that's left. Und die Leute sind halt nur verzweifelt. Das darf man halt auch nicht vergessen, ne? So, denn ein Seeriese also.
Super. Alone in the world. Who do you have? No one. You only have us. She has us. We're here. Super Hinlandung. Schön auf dem Knie. What about your family? Blöde it's just Thema. Me left. Don't tell her. What anything. Happened to them? Don't tell her. You can't tell her. Alle tot. Trust her. She might understand. She won't. No one will understand. Ja, wahrscheinlich. Verständlich, dass sie nicht darüber reden don't will. Don't ne? tell her about your mother. She will turn from you. Turn from us. They what always about your do. Mother? Ja. My mother was a fighter. She never gave a fighter up. Like her. Not even at the very end. So strong. She is not there. My father. Ne? My father tried to protect her. Genau das Gegenteil. Wie bei uns. I miss her. So, nochmal kurz zu rekapitulieren. Bei uns war es ja so. Unsere Mutter wurde verbrannt, als wir 10 waren. Von unserem Vater. Ja, welches quasi dazu führte, dass bei uns diese ganzen, diese Trauma zur Persönlichkeitsspaltung geführt hat. Also wenn man es, ich weiß nicht, ob es halt eine Persönlichkeitsspaltung oder eine bipolare Störung, ich weiß es halt nicht genau, ich kenne mich damit auch nicht so aus. Aber es führt halt dazu, dass sie nur in diesem Zustand halt gefangen ist, oder mit dieser Problematik, mit dieser, wie nennt man es denn, Neurose ist es ja nicht, also mit dieser psychischen Krankheit. Ja. So, die Sache mit Dillian hat die Sache natürlich noch verstärkt, ihrem Liebhaber, ihrem Freund, ihrem Mann, ihren Liebesgefährten. Was he the leader here? Ja. Yes. He was the best of men. A leader like your father. No, a leader like you. Not like your father. He was just generous and kind. Too kind. Too kind, what does she mean? Zu freundlich, he trusted the wrong person. Verstehe. And he was betrayed. A traitor? Who? He tried to follow in his footsteps. She wants to keep her people safe. Oh, zerschellte Schiffe da unten. She has to carry on for her father. What about you, Senua? Sometimes it's best not to follow too closely. What do you mean? Tell her you can trust her. Ja, wir wollen ihr vertrauen, ne? Die Stimmen sagen, vertraue ihr, vertraue ihr. But not like yours. Natürlich halt auch, jeder braucht irgendwie einen Vertrauten oder irgendjemand. Eine Person, der man sich anvertrauen kann. Und der man vor allem vertrauen möchte und kann. Was? Wie? Wer ist das? Oh, nicht diese Primaten. Kill him! With steel. So, okay, auf geht's. Na bitte, ich freue mich. Auf geht's wieder. Ignore the pain. Ignore the pain. Wow, Alter, er ist schnell. Los, komm, steh auf. Okay, ihm müssen wir wahrscheinlich wieder ausweichen. Ah, und das kommt immer gleich der Nächste. Es kommt immer gleich der Nächste. Okay, schön. Bei ihm ist auf jeden Fall... Oh, nicht noch? Wow, Alter. Das ist schon. Hey. Also selbst nach, ich weiß nicht, irgendwie knapp 4 Stunden Spiel wirken die Kämpfe immer noch heftig. Immer noch heftig. Not just strength. Savage, Alter. Und alle Kämpfe wirken tatsächlich so. Oh, noch so ein Hirni. Also als wenn sie jetzt nicht. Also wie sagt man denn irgendwie? Wirken nicht wie von der Kette. Also nicht wie von der Stange, nicht wie von der Kette. Ja,
ganz kurz machen. Ich muss mich mal kurz fokussieren hier. Was ich damit sagen will mit meinem Stammel hier gerade, ja, weil ich hier einfach keinen klaren Satz geschissen kriege, ist, dass die Kämpfe nicht Copy and Paste wirken. Ja, die wirken, jeder Kampf wirkt tatsächlich einzigartig von der Art und Weise, wie einfach der Gegner uns angreift und wir den Gegner angreifen und töten. Das ist wirklich krass. Das kommt mir so vor. Es ist jetzt nicht so, aber es kommt mir halt so vor. So, sorry. Ich will auch nicht so viel quatschen jetzt hier bei dem Let's Play. Ist sehr störend, glaube ich. So, fortsetzen. Der Fackel einnehmen. So, wie kommen denn hier jetzt auch die Lauer schon wieder hin? Warum sind die schon wieder hier? She left you to